Das Borussen-Derby steht an. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Daily Karriere mit Borussia Mönchengladbach. Heute geht es gegen Borussia Dortmund. Wir sind momentan immer auf dem 10. Tabellenplatz, müssen langsam mal ein bisschen pushen und Dortmund steht leider Gottes relativ weit oben in der Tabelle. Dementsprechend wird das heute natürlich eine schwierige Geschichte, aber wir versuchen es trotzdem und wollen definitiv 3 Punkte holen gegen den Tabellenführer, damit Bayern da rankommt, damit es wieder spannend wird. Oh wei, das wird wieder eine Aufgabe sondergleichen, nachdem wir gerade erst gegen Köln so, naja, ich sag mal durchschnittlich gespielt haben, aber zuletzt lief es ja gar nicht so schlecht, deswegen heute hoffentlich auch nicht. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, hau ich im Mikrofon, würde mich tierisch drüber freuen. Momentan sind die Likes wieder ein bisschen im Keller, dementsprechend gerade jetzt ist eure Zeit, um Likes dazulassen, ist eine mega Unterstützung, ihr wisst es eigentlich und ich hoffe, dass ihr es dementsprechend auch macht, wenn es euch gefällt. Nicht aus der Verantwortung nehmen, jeder Einzelne muss es machen. Wenn es Ihnen gefällt, denn es ist einfach das Zeichen, dass ich weitermache. Und wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, höre ich auf. Von daher, ja, liegt an euch, wie lange diese Serie täglich noch kommen wird. Ja, Videobeschreibungen sind Links zu IG Vault 6% Rabatt beim Comax Gaming TV, Merchandise ist da auch und meine Social Media Links. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Spiel gegen Dortmund. Die Sache ist jetzt auch, eventuell ist es bei diesem Karrieremodus so, dass die Like-Zahl bzw. allgemein der Kram nicht so abgeht, weil er täglich kommt. Und weil er, naja, ich sag mal so, vielleicht zu hochfrequentiell kommt. Ja, dass quasi täglich 2 Videos kommen, ist einerseits schön, aber andererseits auch vielleicht nicht so, weil die teilweise ein bisschen verloren gehen. Ja, die Videos kriegen nicht die Klicks, die sie vielleicht bekommen, wenn ich nur ein Video täglich machen würde. Wie seht ihr das? Soll ich in Zukunft vielleicht nur ein Video täglich machen und diesen Gladbach-Karrieremodus noch zusätzlich zu den anderen Karrieremodi machen oder so 2-3 Mal die Woche bringen, dann aber mit 2 Spielen und geschnitten? Oder soll ich diesen Karrieremodus täglich weiterbringen? Und, ja, so machen, wie es jetzt ist, quasi ungeschnitten und so weiter und so fort. Ich packe mal einen Link in die Videobeschreibung zu einer Abstimmung. Da könnt ihr mal dann entscheiden. Mich interessiert es auf jeden Fall. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Denn, wie gesagt, ich möchte nichts machen, was euch nicht gefällt. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lassen wir es halt so. Und machen es auf eine andere Art und Weise. Geht ja auch. Dann kommen halt trotzdem 2 Videos, aber nur 2-3 Mal die Woche. Und sonst immer nur ein Video pro Tag. Müsste aber normalerweise auch reichen, weil ich bin ein Mensch und ich kann mich sowieso eigentlich zerreißen. Aber irgendwie schaffe ich es momentan. Naja, so. Aufstellung würde ich sagen, bleibt eigentlich gleich. Da müssen wir nicht viel ändern. Westergaard ist noch verletzt. Obwohl, Vierinha ist ja sowas von schlecht in Form. Ja, nee, lassen wir so. Wobei ich ja Hahn eigentlich rausnehmen wollte, aber passt schon. Spielen im Regen gegen Dortmund. Das ist, ja, ambitioniert. Ist nämlich nicht einfach. Und ich habe wieder mal die Vorschau angelassen, na Gott sei Dank. So, jetzt habe ich sie ausgeschaltet. Das heißt, ich hoffe, jetzt ist es synchron. Ich weiß, irgendwie vergesse ich immer bei Gladbach. Warum, kann ich euch nicht sagen. So, Lupfer mit Stindl. Treffen wir. Nein, tun wir nicht. Wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Aber wir springen rein in die Partie und legen los. Im Signal Iduna Park im alten Westfalenstadion. Das größte Stadion Deutschlands. Sieht recht ausverkauft aus. Ist auch irgendwo selbstverständlich. Unsere Borussia-Fans, die sehen wir da schon. Wir gucken gerade von der Süd ins Stadion hinein. Und jetzt gucken wir auf die... Warte mal, wenn das die Süd ist, ist das die Nord, dann ist das die Westtribüne und sehen das Bundesliga-Zeichen und wollen eigentlich nicht länger warten, sondern gucken uns direkt mal an. Ja, Tabelle, die brauchen wir eigentlich nicht sehen. Pierre-Emerick Aubameyang, ich wollte die Aufstellung sehen, sehen wir jetzt nicht, aber auch in Ordnung. Wir sehen auf jeden Fall, Dortmund spielt beispielsweise mit Dembélé, den habe ich gerade schon gesehen, Dietmar Schönlebe ist Schiedsrichter, mit Aubameyang und mit Rode da im Mittelfeld. Das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, wir wollen es schaffen, wir wollen es packen und wir spielen mit Kontern. Oder auf Konter, um es mal so zu drücken. Aber nicht defensiv, auch wenn wir wieder mit Viererkette stehen. Denn wir wollen ja nicht zerrissen werden. So, da haben wir Rode. Da haben wir Mali. Ist nicht gut, aber abgeblockt. Und Aubameyang im 16er. Und Christensen und Aubameyang und Aubameyang und Sommer. Ich weiß nicht. Anfangsphase ist bei uns irgendwie immer ein bisschen schwierig. Wir müssen erstmal reinkommen in die Partie auf jeden Fall. Oh, Hazard, schon wieder so ein blöder Fehlpass. Aber vielleicht können wir das Ganze hier ausmerzen. Aubameyang nicht im Abseits. Flanke kommt, abgewehrt. Und jetzt vielleicht mal... Oh, wieder der nächste Fehlpass. Das ist ja unglaublich. Dortmund in der Anfangsphase zeigt, warum sie Tabellenführer sind. Und das war ein Foul. Und das gibt Gelb wahrscheinlich für Aubameyang, weil es von hinten in die Beine war. Und es gibt einen Freistoß für uns. Ne, offenbar keine gelbe Karte. Wäre auch ein bisschen früh gewesen. So, und jetzt können wir uns vielleicht mal befreien. Wir versuchen es zumindest. Wendt, Kramer... Wendt, Hazard und wieder Kramer. Das sieht doch mal richtig gut aus. Müssen wir nur vorbeikommen an Subotic und zwar nicht mit dem Roulette. Das sollte eigentlich Übersteiger werden. Dass Dortmund uns nicht richtig ernst nimmt, sieht man auch schon daran, dass Subotic spielt. So, Rode. Und der verliert einen Ball gegen Hahn. Sehr stark von André Hahn. Muss er nur noch in den 16er kommen. Das schafft er, hat keine Anspielstation. Und da war er auch wieder so ein bisschen... Die Technik fehlt halt bei Hahn und das ist wie gesagt das, was mich an ihm so ein bisschen stört.
Deswegen, ich überlege, ob wir da nicht eventuell mal in Zukunft, in naher Zukunft, einen anderen Stürmer uns einverleiben sollten, beziehungsweise uns aneignen sollten. Und jetzt ist wieder viel Platz hier für die Borussia. Piszczek, Kramer geht dazwischen, aber kriegt den Ball nicht. Versucht es nochmal schön. Jetzt hat er ihn. Und Stindl und Hahn und Traoré. Und jetzt der weite Ball raus auf Hazard, der nicht gelaufen ist und da nicht mehr rankommt. Ah, ist halt eigentlich auch kein Außenspieler. In der Mitte ist aber gerade kein Platz halt für ihn. Ein bisschen problematisch. Jetzt Wendt. Und Ousmane Dembélé. So, wieder geklärt. Und jetzt Hazard. In der Mitte. Auf der Hut. Oh, warum denn dahin, du Nasenbär? Ich habe eigentlich nach vorne gedrückt, aber Kramer ist da und... ja, ich sag mal, badet es aus, den Fehler von Modahut. Oh, und dann kommt er direkt in die Mitte. Er sollte natürlich auch nicht dahin, sondern auf den Spieler, der da auf der Rechtsverteidigerposition gestanden hatte, Aubameyang. Und da ist zum Glück dann Wendt dazwischen. Eieiei, och nee, nicht noch ein Ballverlust. So, jetzt reißen wir uns mal zusammen hier. Jetzt kommt mal ein bisschen Präzision ins Spiel und ein bisschen Traoré. So, unser bester Torschütze bisher in dieser Saison. Auf Kapitän Stindl sollte der Ball kommen, kommt er aber nicht. Da Hut, andere Seite, Wendt und Hazard. Wird eingesetzt. Ist nicht schneller als Piszczek, aber vielleicht kommen wir da trotzdem vorbei. Nein, aber es gibt einen Foul von Lukas Piszczek. Eigentlich total unnötig. Und es gibt die gelbe Karte vollkommen zurecht. Das Foul war wirklich dämlich. Zumal ich eigentlich gar keine Gelegenheit gehabt hätte, weil kopfballstark sind, fand ich. Aber gut, jetzt sind wir kopfballstark. Jetzt haben wir nämlich Christensen vorne mit dabei. Ball kommt aber auf Dahoud. Na, klasse. Also die Aufteilung bei uns in der Offensive ist momentan wieder so, dass sie nicht stimmt. Zuletzt haben wir ja super gespielt. Zuletzt haben wir, meine ich, 5:0 gewonnen. Und hier gegen Dortmund, das Ganze schon wieder mal was anderes. Aber wir spielen halt auch gegen den Tabellenführer auswärts. Das darf man nicht vergessen. Nur das zählt heute nicht. Wir müssen trotzdem 3 Punkte einfahren. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und da steht Gott sei Dank Schmelzer im Abseits. Na, was heißt Gott sei Dank gefährlich? War die Situation zumindest noch nicht. Dahoud schon wieder. Mit einer ganz, ganz schwachen Aktion. Weiß nicht, Dahoud, ich bin momentan immer noch nicht so von ihm überzeugt. Jetzt holt er sich den Ball mal wieder. Einwurf BVB. Spielen das sehr auf Sicherheit bedacht. Keine riskanten Pässe. Aber den Ball behalten sie trotzdem immer und kommen langsam, aber sicher nach vorne. Das ist jetzt Schürrle. Die Flanke, Sommer ist da. Sehr schön. Und jetzt nach vorne, aber ja. Wir stehen auf Konter, aber vorne ist niemand. Und da geht auch keiner schnell mal hin. Hazard mit Wendt. Und jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Eden Hazard, das wäre schön. Thorgan Hazard macht das gut. Ach, will dann durchstecken, bleibt aber in Ballbesitz. Dahoud rückt langsam nach, wir spielen raus auf Traoré, Traoré, schöner Cutback und der Schussversuch, Dahoud kann nicht mehr rauslegen, weil er zu spät kommt. Also eine Chance hatten wir noch nicht, muss man ja mal leider Gottes so sagen, aber wir haben uns hinten zumindest ein bisschen stabilisiert. Das sieht schon mal wieder besser aus. Ich muss aber schon wieder zurückziehen, weil Traoré ja Linksfuß ist. Flanke. Und da kommt der Fallrückzieher. Tor! Jawohl, Modahut 1:0. 8:39. Minute. Was war das denn? Den hätte ich so ja niemals erwartet. Vor allem, dass der reingeht. Mahmoud Dahoud. Mit dem Fallrückzieher. Perfekt in die Ecke. Birki chancenlos. Und Subotic sieht auch nicht gerade gut aus in der Situation. Klasse Tor von Modahut, hat er mich Lügen gestraft. Wunderschönes Ding. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt sind wir in Führung. Jetzt gehen wir auf Defensiv und stehen auf Konter. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen besser. Und Dortmund muss erstmal antworten. Das war natürlich jetzt, ich würde mal sagen, ein absolutes Überraschungsding. Bin ich mal gespannt, wie der BVB jetzt darauf reagieren wird und reagieren kann vor allem. Erstmal ein Einwurf. Oh, Lukas Piszczek, Hazard geht dazwischen, schön. Und Oscar Wendt, oh, ganz, ganz schwach. Aubameyang, Lattenkreuz, Schürrle daneben. So hätten sie drauf reagiert. Das war natürlich jetzt genau das, was ich nicht wollte. So, Johnson, der spielt ja bei uns nur unter einen Rechtsverteidiger. Aufgrund seiner Schnelligkeit natürlich. Gegen Schürrle brauchst du auch einen schnellen. Traoré, oh, das ist wieder ein Foul. Und es gibt die nächste gelbe Karte diesmal für Sven Bender, Entschuldigung, Sven Bender natürlich. Und das auch vollkommen zurecht und wir haben einen Freistoß. Wir ändern mal die Kameraperspektive. Und Alvaro Dominguez wird den vorne reinbringen. Hazard kommt nicht ran. Wäre da eingeflogen und ungefähr 2 Meter größer gewesen, hätte er vielleicht eine Chance gehabt.
Jetzt bloß nicht vom BVB auskontern lassen. Das sieht gut aus. Es ist Halbzeit. Wir führen im Signal Iduna Park mit 1-0. Das ist mal eine absolute Kehrtwende. Normalerweise gegen die Teams, die oben sind, immer Probleme gehabt. Diesmal auch, aber Moda Hut mit seinem unglaublichen Fallrückzieher-Tor bringt uns hier bisher die Führung. Mal sehen, wie die Halbzeitstatistiken so aussehen. Ja, Dortmund eigentlich total überlegen, aber wir führen und das ist das Wichtige. Und deswegen lassen wir es so. Und beim BVB gibt es einen Wechsel. Gonzalo Castro kommt rein für Sebastian Sebi, wollte ich eigentlich sagen, Rode. Und wir legen gleich los wie die Feuerwehr über die rechte Außenbahn. Über Traoré, aber da hat Schürrle den Braten gerochen. So, Bender muss mal ein bisschen provozieren, der ist schon gelb verwarnt. Auf A6 war es eigentlich keiner. Deswegen ich mich wundere, dass die da einen rausgenommen haben. André Hahn, Kramer, so und jetzt Stindl. Ah, schlecht, ganz, ganz schwach von Stindl. Und von mir ein bisschen zu spät reagiert natürlich auch wieder. Jetzt Aubameyang über die Außenbahn. Macht das da gut. Aber Christensen stark dazwischen, trotzdem Aubameyang noch im Ballbesitz. Jetzt muss mal einer dazwischen gehen. Schürrle, Castro und Gott sei Dank abgefälscht von Wendt, so dass Sommer da ist. Und jetzt wieder die Kontergelegenheit natürlich über Traoré und er ist schnell genug auf jeden Fall. Die Frage ist nur, kommt da vorbei? Das sieht sehr, sehr gut aus. Ibrahima Traoré, schneller als Subotic dürfte er auch sein. Berbers bin in die Mitte. Das sieht ganz, ganz stark aus und dann kommt er doch noch von der Seite, der Subotic. Ein bisschen mehr Körper hat er natürlich, aber wieder auch keine Anspielstation da gewesen. Nur Hahn und der stand ganz, ganz verloren in der Mitte. Da müssen die Jungs auch noch nachrücken, auch wenn wir auf Defensiv stehen. Stehen wir halt auch auf Konter und das ist das nächste Foul im Mittelfeld und das dürfte gelb sein eigentlich für Nuri Sahin, der da Stindl von den Beinen räumt. Und so sieht es wahrscheinlich auch aus. Nee, gibt keine gelbe Karte. Okay. Lässt ihn dann nochmal davon kommen, aber letzte Ermahnung wahrscheinlich. Wobei man hierfür eigentlich schon mal gelb geben kann, wenn man ganz ehrlich ist. Och nee, da sollte er nicht hin. Aber egal, wir bleiben im Ballbesitz. Nee, verlieren doch. Ich verstehe auch noch nicht ganz, wie man das macht mit den Freistößen so, weil ich habe eigentlich natürlich nach links gezielt, da wo der Spieler frei stand und nicht da, wo er bedrängt war. So, da Hut. Hat sich jetzt natürlich ein bisschen Selbstvertrauen geholt durch seinen Treffer. Kramer wartet auf Traoré und da haben wir ihn. Ibrahima Traoré. Musste wieder auf links legen. Kramer. Und das gibt einen Abstoß. Und wir wechseln mal. Wir nutzen die Gelegenheit. 60 Minuten genau durch. Passt ja sehr gut. Und dann nehmen wir mal Hazard raus. Und bringen dafür Maxi Philipp auf die linke Seite. Mal sehen, ob der da wirbeln kann. Haben wir den Wechsel nicht gesehen. Okay, aber macht ja nichts. Bisher kam von Hazard leider Gottes wenig. Ist halt wie gesagt noch nicht seine Position. Er muss mal wieder in der Mitte spielen. Aber momentan in dem System geht es halt nicht und sonst ist kein Platz für ihn und man darf ihn natürlich auch nicht auf der Bank sitzen lassen. Dafür ist der Junge einfach zu gut. Oh, Ousmane Dembélé ganz, ganz stark. Jetzt muss Dominguez rausrücken da. Und Christensen ist da und jetzt Dominguez. Muss den Ball eigentlich wegschlagen, macht er auch. Ist halt Linksfuß, deswegen wollte ich warten, bis ich Platz habe. Und jetzt Johnson. Und der ist auch schnell, aber Schmelzer. Gutes Stellungsspiel. Hält ihn da auf. Jetzt geht Philipp da dazwischen, kriegt den Ball aber nicht. Nee, das ist doch ist Philipp. Und jetzt Ousmane Dembélé nicht zum Schuss kommen lassen. Aubameyang noch weniger. Ousmane Dembélé nochmal geschossen und nochmal abgewehrt von Christoph Kramer diesmal. Und jetzt vielleicht mal die Kontergelegenheit über Stindl. Das sieht gut aus. Aber Hahn bewegt sich wieder keinen Zentimeter mal nach vorne. Den nehme ich jetzt raus. Ich kann das einfach nicht sehen. Das ist absolut nichts. Ja gut, mit mittelhoher Arbeitsrate ist das auch nicht verwunderlich. Es geht mir trotzdem auf den Keks. So, Raphael geht auf die Außenbahn. Mal sehen, was er sich da so, oder wie er sich da so zurechtfindet. Bin ich mal gespannt. Vor allem, ob er sich da zurechtfindet. Das war ein Dembélé. Schürrle. Und jetzt in der Mitte aufpassen, Christensen und der Ball geht Gott sei Dank nicht zu Aubameyang und Philipp macht das ganz stark da auf der Außenbahn gegen Piszczek. Muss jetzt nur zusehen, dass er nach vorne kommt und nicht einen Ball verliert, aber dummerweise renne ich genau in Schein rein, das war mein Fehler. Piszczek und Aubameyang, schönes Zusammenspiel und Wendt, oh kein Foul, ne? Ah, war Eckball, das ist nicht gut. Resolut von hinten rein, aber Schiri dachte, es wäre kein Foul, Marco Reus steht da jetzt beim Eckball wahrscheinlich gerade, ja, für Schürrle eingewechselt. Wenn den Marco Reus von der Bank bringen kann, ist natürlich auch ein Qualitätsnachweis. Kramer, ganz, ganz stark. Und wir kriegen nicht den Freistoß, sondern kriegen den Freistoß gegen uns. Sehr gefährliche Position wieder. Aubameyang macht's kurz. Und Raphael holt sich die Kugel.
und spielten raus auf Traoré. Der ist, oh, der war ja mal scheiße, der Pass. Vielleicht hätten wir Hahn lieber mal auf die Außenbahn stellen sollen, einfach nur. Fällt mir gerade so ein, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Gibt das Eckball? Das gibt Eckball. Wir wechseln mal defensiv. Traoré geht raus. Und dafür bringen wir Janschke rein. Ne, Toljan bringen wir. Dann geht Johnson eine Position nach vorne. Ja, warte mal, ist Wendt... Ne, ist Linksfuß, okay. Dann bleibt Toljan halt auf Rechtsverteidigerposition. Muss er sich zurechtfinden, ist sowieso Rechtsfuß. Haben wir schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gesehen. Dortmund spielt die Standards momentan kurz. Was sie aber nicht weniger gefährlich macht. In dem Fall schon, weil Reus den Ball an der Hut verliert. Langsam müssen sie halt auch kommen, weil wir sind bereits in der 81. Minute. 82. Und jetzt stark von Johnson. Und schöner Lob auf der Hut. Und der hat erstmal ein bisschen Platz. Und das ist sehr gut. Stindl macht das klasse gegen Bender. Ist auch schneller als Sven Bender. Die Frage ist nur, was macht er jetzt? Rückraum, nicht auf Philipp. Warum denn nicht auf... Oh Gottes Willen, der Hut. Warum denn nicht auf Johnson? Der stand doch viel besser. Ich weiß nicht, warum er den nicht gespielt hat. Da regen wir uns auch zu Recht auf. Also das muss eigentlich das Tor sein. Das muss das 2-1 sein. Aber Stindl spielt den Ball leider Gottes genau dahin, wo ich ihn nicht haben wollte. Ich denke mal, ihr konntet alle sehen, wo ich ihn haben wollte. Und wenn die Szene jetzt natürlich noch dazu führt, dass wir noch einen Ausgleich kassieren und hier nur einen Punkt mitnehmen, dann muss man sich natürlich ärgern und fragen, wieso hat man seine Chance nicht genutzt, als man sie bekommen hat. Aber Philipp gerade nicht schnell genug, aber Gott sei Dank kam Birki nicht raus, deswegen haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Zumindest Kramer, ganz, ganz stark heute in der Zweikampfführung. So, und jetzt wieder Fabian Johnson. Wir können eigentlich mal Richtung Eckfahne laufen langsam. Und das gibt Einwurf. Ich habe den Ball noch nicht im Ausgesehen gehabt, aber okay. Bender unter Druck gesetzt von Johnson. Subotic auch unter Druck gesetzt von Johnson. Und der fehlt jetzt aber natürlich auf seiner Seite da. Das haben sie schlau gemacht. Toljan. Schön dazwischen. Ballverlust provoziert, aber der Ball bleibt jetzt bei Dortmund, nachdem da ein faul im Mittelfeld war. Und jetzt ist Reus da. Die flache Flanke abgewehrt. Okay, okay, okay. Und es ist vorbei. Das war die letzte Aktion der Partie. Wir gewinnen tatsächlich gegen den BVB mit 1:0 durch das Tor, durch das wunderschöne Fallrückzieher-Tor von Moda Hut. Ja, da gibt es den Handshake von Thomas Tuchel, der natürlich nicht zufrieden sein wird mit der Leistung seiner Mannschaft. In der zweiten Halbzeit vor allem nicht mehr viel Torgefahr. Wir auch nicht, aber wir haben gewonnen und von daher kann uns das egal sein. Sehr, sehr schön, das sind drei ganz, ganz wichtige Punkte auf dem Weg nach oben. Und jetzt schauen wir uns nochmal die letzte Chance an, die sehen wir nicht mehr. Aber, nee, können wir uns nicht mehr angucken. Können wir uns ja nicht mehr angucken. Wäre auch zu schön gewesen, aber die hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen, die Chance von gerade. Der hätte der Pass einfach, müsst ihr euch eventuell nochmal angucken, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Einen Schuss übrigens nur, naja. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, guckt ihr nochmal an. Da hätte der Ball einfach in den Rückraum auf Johnson kommen müssen und nicht auf Philipp, der in der Mitte stand. Das ist normalerweise Kreisklasse 2, wo man das lernt, dass der Ball in den Rückraum kommen muss und nicht halt direkt vors Tor gespielt wird. Aber gut, was sollen wir uns beschweren? Was sollen wir rummimosen? Wir haben die drei Punkte und das ist ganz wichtig. Wo stehen wir in der Tabelle jetzt? Sehen wir jetzt hier nicht, weil es im nächsten Spiel, in der nächsten Episode dann im Pokal weitergeht. Gegen Bayer Leverkusen. Ihr entscheidet übrigens, ob das dann eventuell schon gecuttet sein wird. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zur Abstimmung. Wir stehen hinter dem HSV. Wir haben 20 Punkte aus 13 Spielen. Das ist natürlich für unsere Ansprüche viel zu wenig. Aber wir sind nur 3 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben plus 7 Torverhältnis. Das ist auch gut. Damit sind wir nämlich schon mal gleich auf, beziehungsweise vor Leverkusen. Vor Augsburg, Hamburg. Und ganz knapp nur hinter Bayer. Und dementsprechend würde ich sagen, die nächste Episode wird rangeklotzt. Mit Pokal und dann hoffentlich gegen wen denn? Gegen Augsburg, gegebenenfalls. Um dann schon in die Euroleague zu kommen, beziehungsweise in die Champions League. Je nachdem. Gut, aber das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie? Das entscheidet ihr dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao. Ich sollte noch dazu sagen, fällt mir gerade ein, Samstag kommt dann keine Episode, erst Sonntag wieder. Egal, wie es jetzt passiert, egal, wie ihr abstimmt, weil ich das Ergebnis abwarten muss und ich Freitag und Samstag nicht zu Hause bin. Nur, dass ihr es wisst. So, ciao.